Oh, wer ist denn da? Der olle Line-Tube. Wer mit mir nicht mehr gerechnet hat, dem nehme ich es nicht übel. Ich habe selbst mit mir nicht mehr gerechnet. Ich musste sehr, sehr lange pausieren. Das war alles ein bisschen beruflich bedingt. Und jetzt läuft alles wieder deutlich besser und ich habe übelst Bock aufs Zocken. Und heute ist der 1. September. Und ich dachte mir, jetzt beginnt in Legends gerade ja quasi eine neue Season, ja. Und da möchte ich von Anfang an mit dabei sein und versuchen, diesen Monat Legende zu werden. Da habe ich auch richtig Bock, wieder ganz viele Decks auszuprobieren und wieder ein bisschen rumzuspielen und wieder zu taktieren. Da habe ich richtig Bock drauf, das habe ich so lange vermisst. Ich habe die letzten Tage so ein bisschen wieder angefangen zu spielen, habe geguckt, was gibt's denn so Neues. Habe ich so ein bisschen warm gespielt, damit ich nicht wie der letzte Depp hier auftauche. Leider kenne ich die ganzen neuen Karten noch nicht so ganz genau. Aber ich denke mal, wir werden uns da gemeinsam reinfuchsen. Ich meine, wir haben jetzt wieder ganz viel Zeit zusammen. So, ist in meiner Abwesenheit ist ja eine Menge passiert. Es ist ja ein Skyrim-Add-on rausgekommen und ganz viele Drachen wurden integriert. Eine neue Story, die ich leider noch nicht gemacht habe, weil ich nicht genug Gold zusammen habe. Das möchte ich die nächste Zeit dann noch in Angriff nehmen. Ja, das werden wir dann alles noch gemeinsam erleben. So, ich möchte mal, um reinzukommen in die ganze Sache, mal mit euch ein Versus machen mit einem meiner alten Decks. Zurzeit, also jetzt am Anfang, vor allem jetzt am Anfang, möchte ich halt so ein bisschen mehr rushen. Und später werden wir dann so mehr in die Midrange und mehr so in die Control-Sache gehen. Da habe ich auch schon ein ziemlich cooles Deck erstellt, was auch eine sehr hohe Winrate hat. Wir gehen erstmal in ein tolles Spiel. Ich möchte den Zoo Assassin spielen. Ich werde es auch auf jeden Fall verlinken in der Endcard oder irgendwo hier oben. Das ist ein richtig geiles Deck, da erkläre ich nochmal ganz genau, wie es funktioniert. Ich habe da eigentlich nichts dran gemacht, weil es einfach perfekt so ist, wie es ist. Bisher, also ich kann es mir jetzt perfekter nicht vorstellen. Es hat immer noch eine sehr hohe Winrate und die meisten kommen einfach da nicht wirklich gegen an. Und wir springen direkt mal ins Game. So, dann schauen wir mal, ob ich mein erstes Spiel auf YouTube wieder mal gewinnen kann. Ich meine, dürfte nicht schwer fallen auf Rang 9. Aber man weiß ja nie. Okay, wir haben Tuskat, immer noch eins der besten Legendary-Karten. Die königliche Weise wäre eigentlich gar nicht so dumm auf der Hand zu behalten, ehrlich gesagt. Aber wir sollten immer versuchen, ganz am Anfang unsere schnellsten Karten auf die Hand zu bekommen. Leider haben wir jetzt keine der schnellsten Karten da drin. Aber jedenfalls ein paar Dreier. Ich meine, wir ziehen ja jetzt immer noch eine Karte und vielleicht ist da ja was dabei. So, wir sind natürlich höfliche Menschen und begrüßen diesen Autistic Man. Jawohl, genau das habe ich gemeint. Den Grammfeste Verräter, den wollte ich unbedingt haben. Da können wir nämlich von Anfang an richtig Stress machen. Wer denjenigen nicht kennt, letzter Atemzug, das heißt, wenn er stirbt, dein Gegner beschwört eine 2-1er Gramfester Wache mit Wächter für den Gegner. Natürlich, ich meine, irgendeinen Nachteil muss die Karte haben, ist jetzt aber für uns relativ egal, weil ich möchte eigentlich sogar provozieren, dass der mir Schaden macht. Ich möchte ja so viele Karten wie möglich nachziehen können. So, ich möchte jetzt mal auf der Seite ein bisschen Stress machen, dass wenn er jetzt zum Beispiel einen Wächter spielt, könnte ich es mit der Karte eventuell vernichten. Oder er macht sowas hier und vernichtet meine Karte. Wer es nicht kennt, hinrichten, vernichte eine Kreatur mit 2 Macht oder weniger. Kann man eigentlich ziemlich coole Kombis damit machen. So, wir können schon mal die erste Rune vernichten. Der zieht eine Karte, das ist ziemlich egal, wir wollen ja relativ schnell vernichten. Ob er dann viele Karten hat oder nicht, also der hat immer noch begrenztes Mana. Auch wenn er krasse Karten hat, die kann er eventuell nicht benutzen. So, ich möchte den Hausgenossen spielen, natürlich auch wieder auf der Seite, damit wir mehr Druck ausüben können. Und den Dünenschmuggler, den hebe ich mir dann damit auf, wenn er dann eine Wache spielt. Wie jetzt zum Beispiel. Obwohl, jetzt müsste ich da noch nicht switchen, also das wäre ziemlicher Luxus. Da kann ich auf jeden Fall durchbrechen.
Da breche ich durch und vernichte, also zerstöre die zweite Rune. Jetzt könnte er irgendwas haben, was mir so ein bisschen Ärger macht. War mir klar. Er ist natürlich drauf gepicht, diese kramfeste Wache zu bekommen. Ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben hier noch ein bisschen was. Den hat er bestimmt vermisst. Wir könnten noch so einen Rekruten spielen, aber wir heben uns unser Mana erst auf. In der nächsten Runde haben wir nämlich die Möglichkeit, einen Seelenruhmarschall zu spielen. Das ist äußerst praktisch. Der Typ ist richtig heftig. Also bei Beschwörung, wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, kostet die nächste Karte, die du in diesem Zug ausspielst, einfach mal 6 weniger. Und das ist immens. Ükidüki. So, wir könnten jetzt 2 Karten aufs Feld bekommen. Das wäre auch gut. So, wir machen das gleich so. Ich möchte da sogar reingehen. Und dann kann ich die Rune schon mal aufbrechen, bevor ich die anderen Karten ausspiele. Das war jetzt mein Grundgedanke. Nicht, dass er dann irgendeine Karte hat, die meine Karten vernichten kann. Das wäre nicht so schön. Das wäre wahrlich nicht so schön. Ich möchte diesmal ein bisschen aufteilen. Ich spiele die 2 da rechts und den einen links. Er hat ein Willenskraft-Deck. Ich kann das Deck gerade noch nicht einschätzen, was genau da alles drin ist, aber in der 8. Mana-Runde gibt es da so eine lustige Karte, die kann meine komplette Seite hier auslöschen. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn das passiert. So, wir machen Sachen. Ich möchte den hier retten, weil er bekommt wenigstens immer mehr drauf. Hier kann ich dann nochmal Schaden verursachen. Da sollten wir vielleicht erstmal reingehen. Nee. Wir machen das so. Schaden, Schaden, Schaden. Den Schaden müssen wir gar nicht machen. Oder doch, ich mach den, weil eventuell hat er eine Karte, die ihn verstummen lässt. Und das wäre dann sehr, sehr bitter. So können wir jetzt noch ganz gut Schaden machen und ihn auf jeden Fall sehr in Bedrängnis versetzen. So, ich versuche ihn noch zu beschützen und spiele auch noch den Ungolem. Er verfrachtet die 3 Assassinen, die sehr, sehr mächtig sind, in mein Deck und wenn ich sie ziehe, kann ich dann so eine Karte nachziehen und sie haben tödlich und sind einfach total imbar. Okay, der macht sich erstmal Leben. Ich meine, das ist eine Verzweiflungsakt ist das erstmal. Ein erfolgreicher Verzweiflungsakt. Okay. Wir müssen das so machen. Den können wir vernichten. So, in der nächsten Runde wieder einen von denen hier töten. Deswegen spielen wir die Königin Barentia. Spielen wir rechts. Der wird auf jeden Fall diese Katze, das ist eine Katze, der wird auf jeden Fall die Katze töten. Und die Königin Barentia. Mit der machen wir auf jeden Fall noch Ärger. Okay, die sollte auf jeden Fall im Schutze des Schattens stehen.
Ich bin gespannt, was er machen kann. Ich meine, wir haben jetzt alle unsere Karten verbraucht, das ist ein bisschen doof, klar. Er kam halt nicht dazu, mir irgendwie Schaden zu machen. Und langsam wird es auch gefährlich, denn er ist in der 10. Mana-Runde. Das ist sehr gefährlich. Er wird natürlich irgendwie irgendwas machen müssen, um die Kreaturen zu vernichten. Ansonsten ist er in der nächsten Runde tot. Vor allem wird er die Barentia töten müssen. Da sie einfach mal 6 Schaden macht. Die ist schon heftig, aber dafür muss er halt erstmal an denen vorbei. Außer er hat noch einen Zauber. Dürfte bei Willenskraft eigentlich einen Zauber haben. Hätte jetzt auch noch genug Mana, um den zu benutzen. Weil wenn er jetzt die hier tötet mit dem Speer, dann hätte ich nur 6 Schaden zu vergeben. Okay, nee, hat er nicht. Dankeschön. Okay. Ja, das war's, ne? So, wir machen hier erstmal Schaden. Und bam! Der erste Kampf ging schon mal sehr, sehr gut aus. Hätte natürlich ganz anders ausgehen können, aber hey! Plan ist aufgegangen. Ja, nee, das freut mich schon mal dezent. Schon mal richtig cool. Wir springen ja direkt mal ins nächste Spiel, würde ich sagen. So, wir kämpfen diesmal gegen einen einsamen Krieger. Wir haben echt noch ganz viel vor uns in diesem Monat. Noch ganz, ganz viel Blut, Schweiß und Tränen. Aber ich freue mich drauf. Ich habe schon lange keine Blut, Schweiß und Tränen mehr vergossen. So, das sieht eigentlich perfekt aus, Leute. Perfekte Starthand. So, wir können den hier direkt mal ausspielen. Vor allem haben wir auch den Coin. Oder einen Ring, würde ich mal sagen. Wo ist meine... Wo bleibt meine Höflichkeit? So. So, wir gehen direkt mal aggro. Und wenn er jetzt irgendwie irgendwas Krasses hätte, dann könnten wir natürlich den Kriegergildenrekruten spielen und ihm so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Okay, wir gehen direkt mal rein und spielen dann den tapferen Beutelschneider und können dann in der nächsten Runde uns noch 1-1 holen, falls er nicht irgendwie irgendwas Tankmäßiges hat. Oder hinrichten ist scheinbar eine sehr, sehr beliebte Karte zurzeit. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. So, wir können weiterhin aggro gehen. Sieht so ähnlich aus wie das Spiel davor, muss ich sagen. Ich hoffe, das nimmt dasselbe Ende. Oh, jetzt muss er schon die harten Karten spielen. Jetzt wäre es halt cool gewesen, hätte ich so einen Switch. Der Wilde Bestienrufer ist eine meiner Lieblingskarten. Ich finde die extrem geil, vor allem. Du hast mit einem 3-4er schon eigentlich so eine böse Mischung, ist das für mich eine richtig gute Verteilung. Und dann ein zufälliges Tier, das könnte auch ein 8-8er Leviathan sein oder sowas. Ich finde das extrem heftig. Klar, Zufall und so, es könnte auch so ein Krebs sein, aber es ist schon geil. So, jetzt will er die leider aufhalten, also will er ihn leider aufhalten. Finde ich doof. Finde ich sehr, sehr doof. Und viel kann ich jetzt gerade nicht machen. Ich opfere mal meinen Kriegergildenrekruten. Und muss die Runde jetzt leider aussetzen. Das ist schade, weil ihm das jetzt die Möglichkeit gibt, ja, auszuholen, ne? Das ist ein bisschen doof. Okay, damit kriegt er es hin, meine Karte zu töten. Aber in der nächsten Runde können wir dann den Seelenruh-Marschall spielen und die Kombination mit der wilden Bestienruferin ist halt extrem krass. Und wir haben deutlich mehr Leben. Wir stehen deutlich über dir. Das ist natürlich die
perverseste Kombination, Leute. Das ist die absolut perverseste Kombination. Ich würde es gern aufteilen. Aus demselben Grund wie... Jawohl, ein Bürstenrücken. Wie in der letzten Runde auch. Falls er in der achten Runde wirklich diese Totalvernichtung hat. Ich habe den Namen vergessen. Seht ihr, so bleibt wenigstens auf jeder Seite eins übrig. Ach Mist. Ach Mist. Okay, wir können trotzdem ziemlich aggro gehen. Und das Gute ist, wir haben den flinken Schlag noch. Wer es nicht kennt, eine Kreatur erhält in diesem Zug einen zusätzlichen Angriff. Das heißt, wir können mit einer Kreatur angreifen und sie noch einmal angreifen lassen. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Wieso erkläre ich es überhaupt? Ich meine, der kann mit 7 Magiker jede Menge machen. Aber ob er es auch auf 2 Linien machen kann? Gute Frage, ne? Er kann. Ah. Also gegen Control-Decks ist das natürlich alles so eine Sache, ne? Damit kann er es natürlich auch noch bewegen. Ja, Leute, ich habe keine Wahl, ne? Muss ich jetzt hier leider Sachen machen, ne? So, hier könnte ich den flinken Schlag benutzen, um die hier aus dem Weg zu räumen. Was ich aber übelst die Verschwendung sehe, ne? Was er auf jeden Fall machen wird. Denken wir mal logisch. Wenn er damit angreift, darf er wechseln. Was auch das cleverste wäre, weil er dann die hier vernichten kann und die ja aufhalten würde. Wir machen das trotzdem. Wir greifen da auch nicht an, weil macht jetzt gerade noch keinen Sinn. Er würde dann wahrscheinlich auch nicht angreifen. Oder doch, wir greifen an. Wir greifen an, den einen Schaden, den geben wir uns mal. Wenn ich es irgendwie schaffen würde, mit ihr anzugreifen, zweimal, dann wäre ausgeliefert. Ach, scheiße. Die Karte habe ich ganz vergessen. Mist. Diesmal sieht das gar nicht so gut aus. Aber wir haben ja noch ganz viele Runen. Und dieses Deck liegt voller Überraschungen. Ja, ich wusste, dass er wechselt. Das war mir sowieso voll klar. Na, jetzt ist er natürlich absolut verzweifelt, ne? Jetzt packt er all die krassen Karten aus und vernichtet ihn so einen Stuss. Das Bittere ist, ich muss da reingehen. Ich muss halt hier sowas machen, ne? Was er jetzt machen wird, er wird mich natürlich ausbluten lassen. Er wird mich immer nur eine Karte spielen lassen und versuchen, die Karte, die ich ausspiele, eben zu vernichten. Und sich natürlich selber Leben zu geben. Und mit dem Mondstein ist es jetzt die Hölle. Weil jedes Monster, das er jetzt ruft, bekommt ein zufälliges Schlüsselwort. Und das hat zufälligerweise das beste Schlüsselwort bekommen, was er jetzt haben kann. Wächter. So. Könnte er mit irgendwas, was er hat, 4 Schaden machen? Eigentlich nicht, aber er kann sie auslöschen. Deswegen werde ich das noch nicht machen. Ich werde dann in der nächsten Runde die Kombination machen. Falls er überlebt. Okay. Er hat natürlich deutlich mehr Karten, ne? Deutlich mehr Möglichkeiten, vor allem jetzt, wo die Mana-Kurve ganz nach oben ist. Jetzt sieht das schwer aus. Früher habe ich das eigentlich ganz gern gemacht, dass ich ihn erstmal auch so ein bisschen an mich rankommen ließ.
damit er mir ein bisschen Leben abzieht. Also wenn er die jetzt nicht auslöscht. Jawohl, und keiner von denen hat Wächter. Aber tödlicher. Sehr gut. Oh, fuck. Das wäre jetzt geil gewesen. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Jetzt hätte ich richtig Sachen machen müssen. Okay, mit denen wird er bestimmt nicht angreifen. Wenn er angreifen würde, wäre er dumm. Ja, okay. Ja, so dumm auch wieder nicht, weil so könnte er mich wenigstens schon mal ein bisschen niederschlagen. Okay, den Blitz möchte ich mir aufsparen. Jetzt sieht das sehr, sehr schlecht aus. Mit zwei Blitzen könnte ich wenigstens 8 Schaden machen. Und dann vielleicht noch mit irgendeinem Sturmangriff vorher. Der ist natürlich auch sehr schlecht. Und ein Gargoyle auch. So, der lässt mich natürlich ausbluten, ist klar. Die ist halt, ach, Luxus, ne? Jetzt gerade. Und wir können leider ihr auch nicht den Weg freiräumen. Weil so stark ist sie halt leider nicht. Aber was wir machen können, ist sie trotzdem mal spielen. Doch, wir können den Weg freiräumen. Nee, doch, können wir nicht. Ah, bin ich blöd jetzt. Der Blitz reicht natürlich nicht aus, um Gargoyle zu vernichten. Und wenn ich sie links gespielt hätte, dann hätte einer von denen sie halt eben ausgelöscht. Hätte auch nichts gebracht. Aber ich kann ihm den Weg freiräumen. Das ist doch schon mal gut. Besser als gar nichts. Mit ihm könnte ich dann, lass mich überlegen, 2, danach 3, also 5 und dann 10 Schaden könnte ich machen. Also, ich habe das Gefühl, er möchte nicht, dass ich gewinne. Das Problem ist, wenn ich den jetzt spiele, könnte ich den aufhalten. Er bekommt aber dieselbe Karte. Und wenn ich die jetzt nicht spiele, dann greift er mich ins Gesicht an. Ich könnte die dann damit vernichten. Ich bin verzweifelt. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Ah. Okay. Ja, das war dumm. Ich hätte sie auf die Hand nehmen sollen. Der hat noch einen Gargoyle. Ah, das ist schwierig. Sogar mit Schutzzauber und Wächter. Ja, die Karte, ich finde das richtig cool. Ah, da, Arschnask, Grimbadog. Das ist doch scheiße. Okay. Ich mache erstmal sowas hier, weil scheiße alles. Weil alles einfach scheiße. Salat angreifen. Dieser Gargoyle. So, was wir machen könnten. Wir könnten sowas hier tun. Dann könnten wir den vernichten. Mit dem flinken Schlag. Nochmal angreifen. Jetzt spielen wir den Schlachterfisch-Schwarm. Den spielt kaum noch einer, weil er, ja, genervt wurde. Er kostet ja einen Mana mehr. So, okay, das lassen wir erstmal so. 7, 9. Er hat fast genug, um mich zu töten. Oh, er hat genug.
Da habe ich was. Habe ich was für dich? Guck mal. Penner. Okay. Oh, ich habe falsch gezählt. Oh Mann. Ach, scheiße. Hey, mal gewinnt man und mal verliert man. So ist der Lauf der Dinge. Man muss das alles lernen. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder in der ersten Folge so. Und werden auf jeden Fall jede Menge neue Folgen kommen. Jede Menge neue Decks. Seid gespannt. Ich werde ganz viel rumprobieren. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, seid gespannt, was da kommt. Euer Line-Typ. Auf Wiedersehen.